Heute seht ihr einen Tag in meinem Leben. Wie mache ich Streams oder Aufnahmen? Unsere Haustiere? Ich zeige einige YouTube-Statistiken und auch Einnahmen, welches Auto ich fahre und was ich einkaufe. Viel Spaß! So, und damit guten Morgen, Leute. Ich bin gerade erst aufgewacht, wir stehen jetzt auf und dann seht ihr so, was ich morgens alles mache. So, wie ihr seht, meine Haare nach dem Aufstehen geht, aber ich will halt so nicht unbedingt in die Aufnahme, deswegen mache ich mich meistens halt erstmal fertig. Normalerweise gehe ich tatsächlich trainieren, aber heute geht es in der Aufnahme nicht, von der Zeit nicht, und ich muss gleich zu Lukas in die Aufnahme. So, und so sehen die Haare dann am Ende aus. Ja, also ich glaube, da machen einige bestimmt mehr, aber mir reicht das. Das Erste, was ich immer jeden Morgen machen muss, ist Gassi gehen. Hallo Räuber. Oje, oje, was geht denn jetzt ab? So, jetzt sind wir draußen und ja, so sieht das Ganze dann halt aus, ne? Luki läuft jetzt voraus meistens und sucht sich einen Platz. Wir laufen ein bisschen rum. Ja, und ich höre dann halt meistens dabei Musik und halt schon die ersten Sprachnachrichten, was ich so über den Morgen oder über die Nacht reinbekommen habe. Von meinen Cuttern zum Beispiel zum Video oder oft halt irgendwas zu Verträgen oder Merchandise oder irgendwelche Werbedeals, wo halt irgendwas reingekommen ist und gemacht werden muss, überarbeitet werden muss, ja. Luki, guck. Luki, da. Ein Stein. Luki, komm. Versuch's mal. Komm. Da. Oha. Oh, das war... Ja, sehr gut. So, Flaschen, Feuer und leider auch Hunde sind verboten. Schade. Was sagst du dazu, Yuki? Yuki? Nee, geht nicht. Komm her, Yuki. Komm. Raus. Und hopp. Ja. Das ist schön, oder? Ja, du willst auch Aufmerksamkeit. Bitte. So, Yuki, was möchtest du? Essen! Essen! Ja! Oi. Du auch? Die sind immer ganz aufgeregt. So, das Wunderfutter ist jetzt nicht so lecker. Das muss ich hier auf den Teller machen. Ja, das kriege ich jetzt in deiner Hand, glaube ich, nicht so gut hin. So, das ist wirklich das ekligste, was man gefühlt essen kann. Das ist echt. Yuki? Da. So, du willst auch noch was, oder? Ja. Die Katze bekommt es noch. Was bekommst du? Neues Trockenfutter. So. Das heißt, hier halt einfach den Napf auffüllen. Das ist ja immer gut. Gefüllt ist. Ja gut, so gut gefüllt ist es nicht, sehe ich gerade. Ja, ich muss gleich einkaufen gehen, aber sie hat ja noch einiges übrig auf jeden Fall. Ne? Hauptsache, sie hat halt immer gut was zu fressen und sie ist zufrieden. Bist du zufrieden? Ich denke schon. So, und das ist hier noch das Nassfutter für Räuber. Wie gesagt, das Trockenfutter geht eh klar. Ne? Normalerweise mache ich den Napf noch ein bisschen voller. Alter, das mag sie sehr, aber sie lässt sich nie reintun. Jetzt. So. Bitte. So, zum Frühstück habe ich heute mal tatsächlich etwas Besseres als sonst. Meistens esse ich nur einen Apfel oder eine Banane. Aber heute habe ich tatsächlich mal Marmelade und Brötchen. Brötchen habe ich noch, weil ich die gestern gekauft habe. Perfekt. Aber normalerweise ist auch sogar gesünder. Ich esse tatsächlich morgens einfach nur so einen Apfel oder eine Banane oder so einen Joghurt. So Leute, jetzt ist hier Lukas am Start für die erste Aufnahme. Hallo. Genau, da seht ihr einmal, wie das Ganze aussieht. Ne? Das hier ist das Bild, wird ausgeschnitten. Dann Lukas, der wird hier reingepackt. Und da sehen wir mal so ein bisschen das Aufnahmeprogramm. So, und hier drüben, ne, das ist sein Bild und da bin ich. So, das heißt hier für seine Aufnahme jetzt nehmen wir nur mein Gesicht auf und bei mir dann wieder andersrum. Das heißt, mein Gesicht wird dann so ausgeschnitten und reingepackt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ihr seht das hier jetzt mal aus dem Winkel ein bisschen, wie wir aufnehmen. Und ja, damit geht es auch direkt los. Wir starten jetzt die Aufnahme und ihr seht so ein bisschen, wie das hier aussieht. Oh, mythisch, das ist geil. 5er Bling ist auch gut. Und, oh, geil, 1000 Münzen, das habe ich mir immer gewünscht. Du machst einen neuen Account? Und dann kaufst du alle 76 Brawler. Hä? Ja, warte, oder? Was hatten wir denn? Du hattest die Haare pink, hattest du schon. Die Glatze war schon. Das ist eine geile Farbe. Regenbogen. Haare Regenbogenfarben. Ist das geil? Was? Das denkt man so, oder? Ich soll die Haare Regenbogen färben? Ja, gibt's das schon so? Es sieht doch bestimmt übel witzig aus. Ich glaube, das gibt's noch nicht, ne? Ja, mach das mal, mach das mal. So, jetzt nach der Aufnahme ist natürlich spannend. Wie geht es jetzt weiter? Also, wie gesagt, Update-Videos oder so, die halt schnell online kommen müssen, muss ich halt auch mal selber schneiden. Aber die meisten Videos werden ja von Cuttern oder von Designern halt, also... Ich erkläre es euch einfach. So, guck mal hier. Ich habe jetzt hier eine Gruppe mit meinem Designer. Dann kommen hier die Sprachnachrichten, wie ich mir die Thumbnails vorstelle. Dann schicke ich ihm auch so Screenshots teilweise. Und dann schickt er mir hier einfach rechtzeitig dann die Bilder und die Versionen. So, jetzt hier ne, als Beispiel, die habe ich mir jetzt vorgegeben. Das ist hier einmal mich. Schöne, legendäre Startup. Alles möglichst schön gut erkennbar, ne? Mit Piper. Dann einmal den Skin und der hier, der Mikro-Skin. Ich glaube, am besten hat sich sogar der Skin durchgesetzt. Hier, der Piper-Skin hat schon verloren. Ich habe hier so eine Testfunktion schon freigeschaltet. Und dann hat sich einfach der Skin durchgesetzt. So, und das ist dann die Gruppe mit Vico jetzt hier als Beispiel. Ich habe jetzt drei verschiedene Cutter, sogar vier insgesamt, falls mal einer ausfällt.
den ich halt immer die Videos schicke, halt hier die Sprachnachricht, bis wann das halt geschickt werden muss. Und hier zum Beispiel Anpassung. Hier, das war auf dem Handy einfach abgeschnitten, das Placement. Perfekt, auf jeden Fall. Und meistens nehme ich die Videos einfach ab, sage ich ehrlich, weil ich bin jetzt nicht so kritisch, aber genau hier, genau, einfach dann das Feedback und dann schreiben wir hier sehr respektvoll miteinander. Ich schicke meistens Voices, bei denen ich natürlich sehr, sehr nett bin und ihn beleidige. Spaß. So, also das Programm für heute ist ja jetzt eigentlich schon ziemlich fest, ne? Hat sich jetzt so ergeben. Wir hatten zum einen die Valentinstag-Challenge, die kann ich super im Stream mit meiner Freundin machen. Dann die Lukas-Aufnahme, die hatten wir eh ausgemacht vorher. Ah, und ich muss jetzt meinen Rang von 35 Edgar droppen auf, oh, stimmt. Auf 49 Trophäen hat Lukas bestimmt. Also hat sich der Stream für heute damit auch ergeben. Das machen wir dann nämlich im Stream heute. So, wie entstehen eigentlich meine Shorts? Also seht hier, bin ich. Da kann man mich ausschneiden. Und hier zur Orientierung für den Cutter. Oh, das Problem war schwer, was ich konnte. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung hier drin haben. Genau, also hier, ne, easy, kann er das dann einfach so zurechtlegen. Der lädt das Video beim Ende nochmal selber runter und hinterlegt es dann selber. Aber es ist halt dann mega praktisch, mir zu sehen, welche Stelle ich halt so meine. Und ja, für mich ist halt easy. Ich kann aus den Videos halt easy Shorts machen. Junge, im letzten Monat hatten wir 30 Millionen Views, glaube ich, auch dank euren Shorts. Das ist krass. Das ist wirklich krass. So, ich nehme jetzt einen Short auf. Ihr könnt es so ein bisschen aus der anderen Perspektive nochmal sehen. Auch mit dem Bildschirm hier vor mir. Ja, ich gehe jetzt halt meistens so durch, ne? Erstmal so Intro, was sage ich? Da wurden ja 1 Million Juwelen ausgegeben. Das bekommst du für 1 Million Juwelen in Brawl Stars. So, ganz einfach, ne? So ein einfacher Opening-Satz. Und das hat uns nur... Doch das hat uns nur 1000 Juwelen gekostet. Digga, ich verspreche mich öfters als, keine Ahnung, ich bin so froh, dass ich cutten kann, aber im Stream ist es irgendwie entspannter. So, jetzt nehme ich dann noch 2 weitere Shorts auf. Ich muss jetzt nicht alles zeigen, ne? Dachte ich mir, jetzt kann man aber wieder gleich in den Stream. So, hier seht ihr einmal so ein bisschen mein Setup. Das heißt, ja, zum einen diesen Mischpult, hat mir Puki empfohlen, und dazu eben diesen Mikrofonarm. Dann liegt hier Brawl Stars. Edgar Rang 35, perfekt auf jeden Fall. Ah genau, hinter mir ist so ein Greenscreen, ne? Also das ist so ein großer Screen praktisch, der steht da und dann kann man mich halt rausschneiden. Genau, so sieht das Ganze dann praktisch aus, ne? Also es ist nicht das Professionellste, aber ich meine, ich habe ja noch ein Bildschirm mit dem Handy praktisch. Und ich kann mal zeigen, was man auf dem PC so sieht. So, das hier ist so die Ansicht im YouTube-Studio, ne? Da könnt ihr so sehen, welche Videos ich habe, wann es veröffentlicht wird, die Aufrufe. Ja, dann schaue ich halt meistens morgens erstmal, wie das Video lief, ne? Es ist halt krass, also aktuell... Was soll ich sagen, ne? Also jetzt auch nochmal, Junge, es ist, boah, die Uhrzeit, so viel Aufrufe ist halt crazy. Da seht ihr es nochmal. Und dann kann man halt auch eh mal sehen im Vergleich, wie es zu den anderen Videos lief, ne? Zum grauen Bereich. Also auch wieder 500 Abos mit den Videos gemacht. So, dann stelle ich halt meistens auch das neue Video für den Tag ein. Das habe ich jetzt schon vor einigen Tagen aufgenommen. Habe ich auch schon durchgeschaut. Das sehen wir es, wenn ich Browsers erfunden hätte. Das schaue ich mir dann, ich habe es mir schon durchgeschaut jetzt, das Video. Vor einigen Tagen. Normalerweise, wenn es ein Video wäre, was ich noch nicht angeschaut habe, dann schaue ich mir das halt so schön einmal durch, ne? Und sage halt, ob alles passt an den Cutter. Manche Videos schneide ich auch selber, ne? Zum Beispiel gerade Update-Videos, wenn die auch kurzfristig online kommen müssen. Genau, und dann stelle ich hier alles ein. Thumbnail habe ich von meinem Designer, dann habe ich hier so einen Titel, dann die Beschreibung und dann hier noch den Abspann. Genau, perfekt. Da wird das Video eingestellt für 13 Uhr. So, und dann bin ich halt wirklich auch einfach oft auf Social Media unterwegs. Ne? Das ist hier Reddit, ist ganz geil. Das hören halt die ganzen Leute oder die Spieler einfach so Sachen reinstellen. Und dann stehen da halt auch oft das so, guck mal hier wieder, Groms Hypercharge-Idee. Pineapple habe ich auch ein Video schon zu gemacht. Da sind halt neue Sachen drin. Oder zum Beispiel hier eine neue Idee für Jean, für einen Jean-Skin. Dann schaue ich halt meistens an, ob da halt auch wirklich was Interessantes dabei ist oder vor allem Updates dabei sind. Und schaue zum Beispiel auch ins Spiel rein. So habe ich zum Beispiel natürlich auch dann die Traumpaar-Herausforderung gefunden. Also ich gehe jetzt nicht morgens einfach in Bros und zock halt erstmal, ne? So geht das halt nicht, sondern ich schaue halt wirklich, was halt ein geiles Video erstmal wäre, ne? Also genau, wenn das neue Video online ist, dann sieht man das jetzt, oh, das ist echt anstrengend so zu filmen. Dann versuche ich auch erstmal natürlich die Kommentare auch. Ich lese übrigens eigentlich fast alle Kommentare auch durch, ne? Und versuche halt auch hier, ja, ich finde es besser so, hier Speedy Shadow hat hier auch drauf reagiert, der hier das Video auch erstellt hat, der wird direkt angepinnt. Ich gebe da mal so ein paar Herzen für so Kommentare, die ich cool finde. Und ja, lese mir auch die Kommentare tatsächlich alle durch. Aber ihr seht viele Sachen, na hier, hi Jonas, mach die Emotes für Mitglied, mach das. Das sind viele Sachen, wo ich halt einfach durchlese und das Feedback einfach lese. Ich kann halt nicht auf alles antworten. Das sind so Kommentare. Oh Junge, das ist so viel. Das ist jetzt 30 Minuten nur für ein Video. Jeden Tag halt Tausende. So, und wenn das Video rauskommt, auch super interessant, sehe ich halt in Echtzeit, ne, wie es im Verhältnis ist zu meinen anderen Videos. Also ob das halt gut oder eher schlecht läuft. Ne? Hier 30 Minuten. Clickrate auch sehr gut. 25% ist krass. Watchtime, die geht auch noch hoch. Das wird, das, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht einschätzen. Da muss man ein bisschen warten, weil die Leute erst draufgeklickt haben. Ich denke mal so, boah, so 7-8 Minuten wäre geil. Und hier halt, ne, das ist halt immer satisfying, wenn die Leute hier von der Schule auch bestimmt viele kommen, ne. Und dann viele mal abends von der Arbeit dann natürlich auch nochmal immer gut, ne. So, hier steht übrigens unsere Nintendo Switch. Da spielen wir auch manchmal dann abends drauf. Ups, oh, da kannst du mal sehen, stimmt hier. Luigi's Mansion spielen wir gerade zu zweit. Das ist ganz cool. Mario Kart, ja, Mario Kart sehr wichtig, auch mit Lukas.
Mario Party, na, das mag ich jetzt nicht so persönlich. Das auch nicht, aber Zelda wichtig. Animal Crossing auch sehr cool. Tears of the Kingdom, was ist das? Das war auch ein geiles Spiel zu zweit. Monopoly Go. Das sind so alle, die wir gerade drauf haben. Das sind echt alles coole Spiele. So, und jetzt, ich habe schon mal erwähnt, ne, Videos kann ich selber schneiden. Ne? Ich muss es ja auch können. Ich habe die ersten so 2000 meiner Videos früher selber geschnitten. Und auch Thumbnails muss ich selber können. Danke übrigens Lukas, der hat mir, das ist GIMP. Das kostenloses Programm. Ist nicht so professionell, aber mal schauen. Ich muss es hier eine Thumbnail für den Stream von meiner Freundin machen. So, also ich filme jetzt hier mal mit, wie ich das Ganze mache. Ich habe jetzt hier das Gesicht genommen. Also bei Thumbnails bin ich offen gesagt echt nicht so gut. Ne? Wie gesagt, das Programm ist auch gerade, das muss ich erstmal ausgehen. Oh je. So, dann jetzt hier mein Gesicht. Ey, ich bin echt so unprofessionell bei sowas, egal. So, und jetzt haben wir hier diesen. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Sieht man das? Ich habe versagt. Was habe ich denn da gemacht? So, okay, das ist das Endergebnis. Ja, ich sag ehrlich. Ist okay, man erkennt den legendären Star-Lord und man kennt die beiden Gesichter gut. Ich habe es echt ganz schön lange gemacht, fast 10 Minuten. Ah, passt schon. Das ist schon okay für den Stream, oder? Man kennt die Sachen gut. Das passt. So, Leute, hier seht ihr einmal, wie die Kamera eingestellt wird. Perfekt. So, und so sieht es, wenn es traurig ist. Wie sieht es dann aus? So, Leute, wir sind hier, wie ihr seht, im Schlafzimmer. Und tatsächlich hat Michelle hier ein weiteres Setup. Hallo. Genau, wir bereiten jetzt hier gerade den Stream einmal vor. Da sehen wir es. Wir streamen nämlich, wie ich schon gesagt habe, wo sehen wir es? Ja, da haben wir diese Valentinstag-Herausforderung und jetzt muss ich mal überlegen, wie ich die möglichst spannend mache. Deswegen schenke ich Michelle heute immer irgendwas im Shop und kaufe mir dann auch irgendwas, damit ich auch was habe. Was sagst du dazu? Findest du das gut? Sehr gut. Okay. So, das gibt es jetzt hier zum Mittagessen. Das ist einmal Curry mit Reis. Extra nicht zu ungesund. Und ja, wir bestellen jetzt nicht jeden Tag, aber wir bestellen ab und zu. So, wer ist bei jedem Mittagessen dabei? Doch. Ja, was willst du? Ja, der will immer irgendwas abhangen, dass er kriegt nicht was. Das Ding ist, er darf halt auch nichts kriegen, weil er davon einen Durchfall kriegt und er es nicht verträgt. Aber er schaut halt jedes Mal, dass er sich direkt neben dran platziert. Und Yuki? Er versteht nichts. Yuki? Hier rein. Sehr gut. High Five? Sehr gut. So, jetzt sind wir live. Hier sind die Abos. Da ist Twitch. Da ist der YouTube-Chat. Hallo, hallo. Schreibt mal alle Hallo rein. Ja, das geht aber besser. Ah, ein paar. Ja, Top 2, jetzt nur einen Platz, können wir den ersten noch. Komm, wir schaffen das. Wie viele Cubes sind da noch liegen lassen, hä? Da, 11. Ja, nice. Ey, das war richtig stark. Sehr gut. Okay, jetzt natürlich die große Frage, was du bekommst, oder? Ich hoffe. Okay, dann geh auf die Brawler. Ja, mich jetzt verarscht. Und nach unten scrollen. Nach ganz unten. Oh nein, kannst du Kit kaufen. Jetzt kauf Kit. Ich will aber nicht Kit. Kit. Ich will aber den Spike-Skin, bitte. Jetzt kauf Kit. Oh, jetzt muss ich Kit kaufen. Du kaufst jetzt Kit, dann hast du eine legendären. Freust du dich? Ja. Okay, und jetzt kannst du auf Spike gehen und ihn kaufen. Yay, jetzt freue ich mich. Und Spike, ja. Die Animation ist auch total geil, wie er sich dreht. Ich finde es auch, ich finde den Skin übel. Ist mein Lieblingsskin im Spiel aktuell, sage ich ehrlich. Ja. So, Stream ist fertig. Michelle hat auch einen tollen Spike-Skin bekommen. Ja. Und Yuki kuschelt mit dem Gaming-Kissen. So, jetzt haben wir gerade Pause kurz ein bisschen und dann kommt meistens die Katze und will geschmust werden. Ja, sie ist immer ein bisschen aufdringlich, ehrlich gesagt. Aber ja. Au. Oh, jetzt kratzt sie mich. Au, boah, das war nicht absichtlich. Die krallt sich immer ein bisschen rein. So, hier seht ihr einmal das Auto, mit dem ich fahre. Das ist das Auto von meiner Freundin. Das ist so ein alter VW. So, an der Stelle habe ich erstmal den Schlüssel nicht gefunden. Das war auf jeden Fall sehr schlau. So, da. Da ist der Schlüssel und dann konnte es ja auch schon losgehen. So, und damit sind wir jetzt hier im Supermarkt, natürlich beim Gemüsefach, ganz wichtig, erstmal hier die richtigen Karotten aussuchen. Und ich kaufe hier natürlich strengstens nach der Einkaufsliste meiner Freundin ein, also sehr viel Gemüse dabei. Und ich achte eigentlich tatsächlich auch eh ein bisschen auf meine Ernährung, aber so viel jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Aber Gemüse ist sehr wichtig. Gurke hier, Tomaten auch jetzt. Ich habe mich, glaube ich, für die kleinen Tomaten entschieden. Hier seht ihr schon mal einen kurzen Zwischenstand über die Einkäufe. Genau, also einmal hier Milch, so Nudeln habe ich gekauft, genau. Ah, und jetzt habe ich die Süßigkeiten noch zeigen wollen, extra. Ich glaube, ich habe gar nichts genommen davon, oder? Oh, die sind geil. Oh, die sind wirklich geil, die Kekse mag ich. Und hier nochmal die gesamte Übersicht über den Einkauf. Ah, hier, ja, dafür habe ich mich entschieden. Kinder, Pingui, Eier sehen wir, viel Gemüse. Ich werde es am Ende auch nochmal auspacken, seht ihr alles nochmal genau. Aber hier also schon ein bisschen was eingekauft, auf jeden Fall. Joghurts auch ein paar. Ah, und hier nochmal die Beutel, ne, wie sie auch zusammengepackt sind. Gar nicht mal so, oder doch schon einiges. Schon einiges, ja. Immer wenn ich zurückkomme, freut sich Yuki. Hallo. Ups. Hallo. So, damit bin ich jetzt zu Hause und ich würde sagen, wir schauen uns mal die interessantesten Sachen an, also... So, also ey, Obst und Gemüse kann man sich echt nicht beschweren, würde ich sagen. Guck mal, Apfel, ein Obstsalat habe ich mir geholt, Pilze, das ist schon solide. So, und jetzt der interessante Teil, der ungesunde Teil.
Ich finde die Almigurts eigentlich ganz geil. Ich habe jetzt auch keine besseren gesehen. Ich nehme normalerweise nicht unbedingt die teuren Produkte. Ja, dann hier so ein Sahnepudding. Gut und günstig, sehr gut. Hier sind sogar zwei, meine Freundin. Kinderpingui. Da, wenn ich jetzt auch nicht zu viel Ungesundes esse, dachte ich mir, weil ich esse dann halt so eins am Tag davon besser, als wenn ich, keine Ahnung, so Fleisch oder so esse. Dann hier Joghurt mit der Ecke. Das ist geil. Das sind so Schoko. Die heißen Schokohummeln, aber ich würde sie eher Schokobrötchen nennen. Stabiler Einkauf, würde ich sagen. So, wir sind jetzt hier noch einkaufen und zwar ja, mit meiner Freundin. Die seht ihr hier von hinten auf jeden Fall. Okay, und zwar habe ich jetzt noch eine Überraschung für dich. Echt? Ja, und zwar, ich dachte mir, fürs Video ist spannender. Du darfst dir was aussuchen. Keine Ahnung, irgendwas Cooles. Also, Michelle darf sich, ich würde sagen, für 100 Euro was aussuchen insgesamt. Oder ich übertreibe ich? Okay, ist okay. Und ja, es kann sich so ein bisschen fühlen wie in so einem Lukas-Video. Auf jeden Fall. Mal schauen, was sich so aussucht. So, okay, wir sehen jetzt hier noch so. Sieht man das? Sieht ganz. Achso, mich. Das sieht ganz cool aus. Ja, sieht man schlecht, egal. So nichts geworden. Reicht dann auch. Das ist cringe. Das ist cringe. So, ich bin jetzt zurück und wir schauen uns einmal an, was sich Michelle ausgesucht hat. Sie hat sich auch noch was selber dazu geholt. So, als erstes so weiße Schuhe, okay. Dann hier so ein Hoodie, Los Angeles. Alles in schwarz oder weiß auch irgendwie. Dann ist es ein Shirt in... Nee, was ist das? Keine Ahnung, die Ärmel sind ja saudünn. Keine Ahnung. Das ist so eine Tasche. Dann noch so eine Art Geldbeutel und das ist so eine Jacke. Okay. Alles schwarz-weiß. Und alles schon voller Honorare. So, zurück am PC. Ich will mal wissen, wie läuft das Video? Aktualisieren und läuft sehr gut, würde ich sagen. 82.000 Aufrufe. 100 Abos, danke. Es ist aktuell eh krass, ne? Platz 4 ist es, glaube ich, habe ich schon nachgeschaut. So, Short läuft auch sehr gut. Das war nochmal die Zusammenfassung dazu, warum Bros jetzt wieder im Hype ist. So, und ich teile die immer auf allen Plattformen. Junge, ist halt auf TikTok auch einfach schon 50. Es ist halt so. Junge, das war krass, das TikTok. Ey, crazy. Ich würde auch nochmal so eins machen, aber ich habe auch gar nicht die Zeit dazu heute. Wow. Krank. So, dann habe ich jetzt hier einen QR-Code erstellt bekommen für meinen Shop. Ich hoffe, der funktioniert. Könnt ihr mal gerne testen. Haben wir hier ein interessanter Einblick, auch die genauen Stats. Ich kann hier alles genau auflisten. Guck mal hier die Videoaufrufe. Vor allem seit Erstellung ist halt krass, ne, wie die Entwicklung ist. Habe ich ja schon mal gezeigt. So, da sehen wir es immer, das war die Hype-Phase damals. Und wenn wir jetzt hier rauszoomen, Junge, da. Es ist so krass, was aktuell auch abgeht. Dann natürlich auch Shorts, die habe ich jetzt auch angefangen. Das ist halt auch krass, ne? Hier letzte 28 Tage sehen, wie viele Abos da reingekommen sind. Kanäle, die sich deine Zielgruppe ansieht. Hey Moritz, einfach mal, okay, den Rest kenne ich gar nicht. So Short-Kanäle. Hat viele Shorts halt, wahrscheinlich, weil Shorts am meisten Views gibt, schätze ich mal. Ah, ne, da sehen wir es. Alcrimex, BD Shadow Potatoes, Basti GAG, Lukas BS, Mini Wannabe Banks. Aha. Ja, Minecraft und Fortnite muss ich also bringen. Ah, kein Bock. Oder hier auch, welche Videos zuletzt am besten liefen. Das ist halt auch, finde ich, super spannend. Das sind die letzten 365 Tage. Boah, das Video war fett. Das Video war sehr fett. Oder hier auch Kanalmitglieder, wie sich das entwickelt. Und auch der Umsatz hier. Ihr wisst ja, die Einnahmen gehen alle an Charity. Das ist auch nochmal krass, ne, wie das hier hochgeht. Hat jetzt alles angefangen. Wir sind jetzt schon bei, steht das denn? Da steht es, fast 300. Ja, aber am spannendsten finde ich hier eigentlich die Echtzeitaufrufe, ne? Boah, das ist halt super interessant alles, ne? Jetzt hier auch nochmal exklusiv meine Short-Einnahmen im Februar. Vielleicht auch mal interessant. Ja, sag ehrlich, das ist nicht gerade viel. Also das Editing hat mir mehr gekostet für die Clips, ne? Sieht man so ein bisschen die Einnahmen. 29 Euro war das meiste. Aber bei TikTok nehme ich nochmal ungefähr dasselbe ein. Das ist halt krass. Bei TikTok kriege ich ungefähr, also ich kriege hier, glaube ich, 8 Cent für 1000 Aufrufe. Also insgesamt komme ich dann für den Februar schon auf 3000. Das ist schon gut dann. Natürlich abzüglich der Cutterkosten. So, Kanalmitgliedschaft. Diesen Monat bisher 95 Euro. Junge. Oha, wenn die nochmal neu abschließen, sind halt 93 Mitglieder, das ist wichtig. Und super, super schön. Ich glaube auch 50% von eurem Gespendeten geht an mich. Es geht auch alles in Charity, wisst ihr ja. So, okay, noch die größte Frage, die viele haben. Wie kriege ich es hin, dass hier das Bild da ist? Auf dem PC. Und da nehme ich ja auch auf mit dem Programm. So, das ist eigentlich relativ einfach, ne? Also erstmal hier, ich habe Beleuchtung, ich habe meine Kamera, ich habe hier mein Mikro, das ist, glaube ich, alles klar. Das ist hier halt angeschlossen, ne? Aber das ist hier noch wichtig, ne? Mein Handy ist hier verbunden mit so einem Adapter. Das ist Lightning auf HDMI. Das hier ist ein HDMI-Kabel. So, und ich versuche es mal hier rauszuholen. So, boah, das ist ja übel verstaubt. Das hole ich eigentlich nie raus. Das ist eine Elgato Capture Card. Und die geht dann eben direkt in den PC rein. Und so ist sie dann hier. Ne, ganz einfach. Also, dann habe ich halt das Bild direkt hier. Und habe hier noch ein paar Filter drauf. Das ist immer gar nicht echt cool aus. Die Farben haben sich schon viele gefragt. So sieht es hier aus.
Das ist halt immer ein bisschen schärfer fast und bunter, ne? So, hier ist schon mal der YouTube-Chat. Ich bin noch nicht mal live. Es sind so viele schon erwarten, das ist krass. Hier ist dann gleich der Twitch-Chat. Und hier zum ersten Mal auch ein TikTok-Studio. Du kommst auch die Follower. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Dann ist hier der Chat auch für TikTok nochmal. So, schau mal alle hi rein. Ich mache einen Vlog, einen Tag aus meinem Leben. Und da zeige ich jetzt auch kurz hinter dem Stream, wie das aussieht. So, hier ist es auf der Chat. Ich kann jetzt auch hier... Boah, Junge, wir sind es viele hier im Chat schon. Das ist crazy. Heute, sehr, sehr dummer Stream. Wir schauen, wie lange ich brauche, um zu droppen auf 49 Trophäen für ein Video. Das ist eine Aufgabe von Lukas. So, Zwischenstand. Ich bin jetzt hier. 1:50 live. Ey, wir haben schon wieder so... Wir haben irgendwie 1000 Follower heute im Stream wieder gemacht. Crazy. Genau, und hier nochmal die ganzen Spenden. Das ist die Übersicht über Spenden und Mitglieder. Interessiert hat. Junge, es wird, yo, wie viel war das denn mit dir heute? So viel. Nur auf YouTube. Krass. Also würde ich wirklich sagen, es ist schon 22.10 Uhr. Ich will jetzt auch noch einen schönen Abend verbringen. Euch noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank für den geilen Stream. Und haut rein, bis zum nächsten Stream und danke fürs Zuschauen. So, Leute, ich habe jetzt gerade noch mal ja, fast 3 Stunden gestreamt. Ja, ist auf jeden Fall echt spät. Das ist kurz nach 22 Uhr. Tatsächlich ist der Plan immer, dass ich so ungefähr 22 Uhr aufhöre. Genau, wir gehen jetzt mal Gassi, Yuki. Hm? Ich bin ziemlich kaputt schon mal. Ich höre normalerweise immer noch nebenbei irgendwelche Voices oder so an, die mir geschickt wurden. Also irgendwelche Sprachnachrichten, die wichtig wären. Und meistens halt sonst Musik oder irgendwie einen Podcast nebenbei. Das höre ich auch eh ganz gerne wegen dem Training, weil man daraus, davon auch was lernen kann. Ich merke jetzt erst, wie viel ich an einem Tag eigentlich sonst immer mache. Meine Güte. Ja. Und Yuki läuft hier entspannt. Also eigentlich nutze ich immer jede Minute für YouTube aus. So, Rückweg wird angetreten. Mit der Tüte in der Hand. Abrock. Auf geht's, Yuki. So, Dateien haben hochgeladen. Es ist gleich 23 Uhr. Ich schaue mir meistens immer abends an, wie die Videos so aufgelaufen sind über den Tag. Jetzt bin ich sehr gespannt, sage ich ehrlich. Und... 120.000 Aufrufe. Ist okay. Nice. Ist sehr gut, ist sehr gut. So, das war der Stream. Ist schon auch wieder sehr solid. Ich bin nur den Brawler gedroppt. 62.000 Aufrufe. Alles Short kommt sehr gut an. TikTok auch wieder, ja, TikTok auch wieder sehr krass. Also, es ist allgemein sehr krass gewesen heute wieder. Ach, Leute, und Instagram hier. Könnt ihr auch gerne folgen. Wo sehe ich das jetzt? Hier, Reels. Ah ja, auch solide schon mal. So, ich habe jetzt hier noch Nudeln. Oh, die sehen ja richtig eklig aus. Egal, die sind lecker. Hör auf. Dann, das sind noch Reste von dir, ne? Ey, das sehe ich nochmal Reste von dir. Ja, das sieht im Licht nur so aus. Das ist lecker noch. Ich schaff's dann alles nicht rein. Und dann noch ein Joghurt zum Nachtisch. Ich schau mal, ob ich das alles noch esse. So viel ist es gar nicht. Und wer ist immer da, wenn es was zu essen gibt? Ja. So, jetzt spiele ich meistens noch so ein bisschen Brawl Stars oder irgendwas am Abend. Das klingt jetzt echt dumm, aber das Ding ist, ich habe halt den ganzen Tag nicht spielen können. Ne? Ich meine, ich habe meinen Brawler gedroppt, ich habe ein Video bestimmt. Ja, also meistens spiele ich halt so 1 bis 2 Stunden höchstens am Tag dann, also beruflich. Ne? Der Rest ist halt privat. So, Leute, ich bin jetzt echt sehr müde. Es war ein sehr langer Tag. Das waren jetzt, glaube ich, 14 Stunden waren es, glaube ich, also 14 Stunden, halt 1 Stunde Pause zwischendrin. War echt sehr viel. 3 Videos aufgenommen, 3 Shorts und 1 Stream. Ja, es war eine ganze Menge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gern ein Abo da. Wie auch immer, haut rein. Danke fürs Zuschauen und ciao.